Hallo erstmal. Ich darf heute auch über ein Thema sprechen, wo es nicht wie bei ACTA darum geht, was verhindern zu müssen, sondern ein Thema, bei dem man was anschieben kann und neue Entwicklungen antreiben kann. Man sieht schon hinter mir, es geht um Open Data, im Speziellen in Kommunen. Ein Thema, das in Deutschland noch relativ neu ist. In Ländern wie den USA und England ist es schon länger auf der Agenda. Also da hat man schon länger erkannt, welche Potenziale in offenen Daten und Open Government stecken. Damit die Potenziale und Chancen nun auch in Deutschland erkannt werden, haben wir eine Info-Website gemacht und man kann sich dann nicht nur informieren, sondern man kann auch den ersten Schritt in Richtung Öffnung der Daten gehen, indem man den Musterantrag downloadet und den in seiner Kommune einreicht. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen wäre, die Website richtet sich an Kommunalpolitiker. Genau, warum das Thema Open Data? Weil Daten einfach wesentliche Ressourcen unserer Informationsgesellschaft sind und zentrale Infrastrukturen unserer Welt. Und wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen oder wie viele Geschäftsmodelle von Unternehmen auf dem Sammeln, Auswerten und Verkauf von Daten basieren und man gleichzeitig sieht, wie viele Daten der Staat erhebt und sammelt und das alles mit unseren Steuergeldern, dann fragt man sich eigentlich, warum hat man keinen oder nur sehr schwierigen Zugriff auf diese Daten. Vor einigen Jahren war das bestimmt noch schwieriger, aber nachdem mittlerweile auch die Verwaltung im digitalen Zeitalter angekommen ist, ist es eigentlich nur mehr ein kleiner Schritt, die Daten auch öffentlich zugänglich zu machen. Das heißt, die meisten Daten liegen digital vor. Genau, dann... Dann mal als Einstieg für alle, die sich vielleicht noch nicht so mit Open Data auseinandergesetzt haben, von welchen Daten sprechen wir eigentlich, um welche Daten geht es? Und es geht um Daten des öffentlichen Sektors, also Daten der Regierung und der öffentlichen Verwaltung, ebenso wie Daten aus anderen staatlichen Stellen wie Bibliotheken und Archiven, sowie Daten aus Wissenschaft und Forschung, sofern eine Erstellung mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde. Unsere Steuergelder werden dazu verwendet, sie zu produzieren. Das heißt, wir sollten auch darauf Zugriff bekommen und auch wichtig zu erwähnen, personenbezogene Daten und Daten, die dem Datenschutz oder bestimmten Sicherheitsbeschränkungen unterliegen, fallen da nicht drunter. Es geht auch, was wichtig zu erwähnen ist, um Rohdaten, also um nicht textbasiertes Material. Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Daten des öffentlichen Sektors gibt es, dann gibt es zum Beispiel Umwelt- und Wetterdaten, Geodaten, Verkehrsdaten, Statistiken, Finanzdaten, Haushaltsdaten, also eine ganze Reihe an Datensätzen, die sehr interessant sind und mit denen man Anwendungen bauen kann. Genau, weil es sich um Daten aus dem öffentlichen Sektor handelt, spricht man auch oft von Open Government Data. Dann möchte ich auch schon weitergehen zum Nutzen. Moment, ich klicke das mal weg. Versuche da mal rüber zu navigieren und das wegzuklicken. Genau, der Nutzen. Ich habe da mal drei Argumente aufgelistet. Argumente für die Öffnung von Daten. Als erstes das Innovationsargument, die Wirtschaftsförderung. Das kommt natürlich immer gut an bei den Kommunalpolitikern. Und zwar geht es da darum, dass wenn Daten offen sind, können Unternehmen neue Services anbieten, neue Dienstleistungen, Anwendungen bauen. Das heißt, es ist ein sehr innovationsfördernden Beispiel dafür. Für zwei Anwendungen, die es bereits gibt, wäre zum Beispiel die Vancouver Garbage App. In Vancouver ändert sich scheinbar der Müllplan fast wöchentlich und die Daten sind offen, sodass jemand eine Anwendung gebaut hat, wo er den Leuten anbietet, sich da anzumelden und dann bekommt man immer das Update, wann kommt jetzt die Müllabfuhr. Und wenn man $4 im Monat zahlt, dann wird man sogar angerufen. Oder ein interessantes Beispiel aus Deutschland von Lorenz Matzert, der Zugmonitor. Lorenz sitzt auch da hinten. In Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung, wo Daten der Deutschen Bank gescrapt wurden und man sehen konnte oder visualisiert wurde auf einer
Deutschlandkarte, wie pünktlich welche Züge fahren, welche Züge mit Verspätungen ankommen. Das sind nur zwei interessante Applikationen dazu. Das zweite Argument ist das demokratische Argument. Da geht es darum, dass man sagt, je transparenter politische Prozesse werden, je mehr Einblick Leute bekommen, je besser sie informiert sind, desto fundiertere Meinungen können sie bilden und desto mehr Anreize haben sie auch, sich vielleicht am Prozess zu beteiligen. Also Open Data kann auch als Grundlage für Partizipation gesehen werden. Dazu habe ich auch zwei Beispiele aus Deutschland. Einmal den offenen Haushalt, beide sind von der Open Knowledge Foundation. Der offene Haushalt visualisiert den Bundeshaushalt, basiert leider noch auf gescrapten Daten. Also es gibt noch keine offiziellen Daten dazu. Da gab es vor ein paar Wochen auch von Friedrich Lindenberg einen ganz netten Artikel oder einen ganz traurigen Artikel auf Netzpolitik über diesen langen Prozess der Anfrage, der sich wirklich schon über 2 Jahre zieht, wo man anfragt, wir hätten gerne die Daten, aber das immer wieder abgelehnt wird. Daneben sehen wir offenes Parlament. Das ist auch eine Seite, die sich Daten scrapt, und zwar alle Daten, die das Parlament online zur Verfügung stellt. Da gibt es Infos zu Protokollen der Sitzungen, Ausschüsse, man kann Themen abonnieren und man kann die Seite durchsuchen. Also genau, diese zwei Beispiele. Dann gehe ich nochmal zurück, und zwar das letzte Argument ist das ökonomische Argument, Effizienzsteigerung. Das ist ein interessantes Argument für die Verwaltungen. Da geht es um offene Datenstandards. Wenn die Verwaltungen alle offene Datenstandards verwenden, dann können die Daten untereinander auch besser austauschen und kombinieren. Also nicht, es geht darum, dass nicht Verwaltung A proprietären Standard X verwendet und Verwaltung B proprietären Standard Y und dadurch sich alles verkompliziert. Sondern durch offene Datenstandards, und da komme ich auch schon zu meinem fast letzten Punkt, nämlich zur für was steht das Open in Open Data? Da geht es nämlich nicht nur darum, dass Daten einfach wie, dass Daten zur Verfügung gestellt werden, sondern auch um das, wie sie zur Verfügung gestellt werden. Dazu gibt es auch eine Kriterienliste der Sunlight Foundation, wo man nochmal gut aufgelistet sieht, welche Kriterien es für offene Daten gibt. Ich habe da jetzt 2 markiert, die für uns besonders interessant sind für die digitale Gesellschaft. Die Verwendung von offenen Standards, also dass man zum Beispiel Standards wie XML verwendet, die sich einfach leicht austauschen lassen und die auch von Leuten verwendet, also die einfach nicht an Software gekoppelt sind. Das zweite ist die Lizenzierung. Da geht es darum, dass Daten gemeinfrei nutzbar sein sollen und dass eben keine restriktiven Lizenzen eingesetzt werden, die ja dann wieder Hindernisse für die Nutzbarkeit darstellen. Der Rest ist fast selbsterklärend, deswegen gehe ich jetzt schnell auf unser Projekt über. Und zwar haben wir eine Webseite aufgesetzt, die relativ einfach gegliedert ist in Information, Argumente und Aktion. Das heißt, man kann sich nicht nur informieren als Kommunalpolitiker und kriegt Argumente an die Hand, sondern man kann auch mit dem Download von dem Musterantrag schon eine erste Aktion setzen, indem man den einreicht. So sieht die Seite aus. Es gibt auch noch Fragen und Beispiele. Unter Beispiele findet man alles, was bis dato bereits in Deutschland existiert an Plattformen und Anwendungen. Und genau, dann gibt es Fragen, die Antworten auf die Fragen findet ihr auf der Seite und man kann sich einen Infoflyer downloaden. Und das alles findet man hier, genau. Dankeschön. Vielen Dank, Julia. Ja, nochmal, also wir hatten zuerst die Idee, dass wir diese Webseite machen und sofort einen Musterantrag von uns geschrieben darauf stellen. Nur dann haben unsere Juristen irgendwann festgestellt, dass wir damit Haftungsprobleme erhalten könnten, weil selbst ein kostenloses oder einen kostenlosen Musterantrag von uns bereitgestellt, könnte irgendwer als Vorwand nehmen, uns irgendwie abzumahnen wegen Beratungsdienstleistungen oder sonst irgendwie. Also genau habe ich es auch nicht verstanden. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, okay, das machen wir jetzt nicht, obwohl wir in der Lage wären, diese Musteranträge zu schreiben. Entweder wir schenken dann mal unsere Musteranträge irgendwelchen Kommunalfraktionen,
die wir dann wiederum verlinken können. Bei Haftung für Links und so weiter ist halt was anderes als Haftung für unseren eigenen Antrag. Aber wir wollen das auch als Ressourcensammlung verwenden, wenn es, und die gibt es sicherlich schon in Deutschland, Kommunalpolitiker gibt, die dieses Thema in Form von Anfragen, diese Anfragen kann man sich auch aus unseren Texten zusammenbasteln, oder in Form von Musteranträgen schon in Kommunalparlamente eingebracht haben, dann wollen wir die dort sammeln. Genau so. Habt ihr Fragen zur Aktion? Ja. Ich wollte fragen, ob es schon Beispiele gibt aus Kommunen, wo sich entweder Politiker oder Kommunen einfach schon offen zeigen und sagen, dass sie mit bereit wären, mit Open Data, also mit Open Data zu arbeiten? Oder ja, also gibt es schon aus Deutschland Positivbeispiele? Es gibt den offenen Haushalt Bremen. Da drüben sitzen die Experten, die sich schon seit Jahren mit dem Thema befassen. Genau, es gibt Datenkataloge. In Berlin gibt es beispielsweise einen Datenkatalog. Genau, Friedrich, übernimm doch mal und sag was dazu. Du hast da irgendwie den... Aber ich glaube, in der Tat, es gibt irgendwie in sehr, sehr vielen Kommunen mittlerweile Aktionen. Also gerade auch kleinere Sachen. Wir kriegen viel E-Mail von so 10.000, 20.000 Nasengemeinden. Was ich super finde. An größeren Sachen, wie gesagt, was gerade angesprochen war, Bonn, da bildet sich gerade so eine Art Stammtisch zwischen Bürgern und Verwaltung, so wie es das hier in Berlin auch gibt. Ich darf in dem Kontext ganz kurz Werbung machen für morgen. Da findet der Berlin Open Data Day statt, im Roten Rathaus. Genau, und in München gab es vor einer Weile den Munich Open Government Day. Das war eine ganz lustige Aktion. Ich fand das irgendwie besonders schön, weil das so ein bisschen improvisiert war. Und ich glaube, das ist sozusagen die große Kunst darin, den Leuten Improvisationen nahezulegen. Dankeschön. Gibt es noch mehr Fragen? Nee, okay. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir 4 Inputs heute haben. Vielen Dank nochmal, Julia.